Herzlich willkommen zu einer neuen Serie, in der ich über einen Bindungsstil sprechen werde, zu dem ich bisher noch keine Videos gemacht habe. Es gibt bereits Videos zum unsicher vermeidenden und zum desorganisierten Bindungsstil. Im Englischen sind das der Dismissive Avoidant und der Fearful Avoidant Attachment Style. Der dritte dysfunktionale Bindungsstil ist dann der unsicher ambivalente oder ängstliche Bindungsstil. Auf Englisch heißt der Anxious Preoccupied, also wörtlich ängstlich besorgt. Deswegen werde ich jetzt meistens überwiegend vom ängstlichen Bindungsstil sprechen. In dieser Serie werde ich erklären, woran man den unsicher ambivalenten Bindungsstil erkennt und welche Ursachen diesem Bindungsstil zugrunde liegen. Außerdem werde ich versuchen, die für diesen Bindungsstil typischen Ängste und Verletzungen aufzugreifen. Es wird also auch darum gehen, was Menschen mit diesem Bindungsstil besonders stark triggert, im Sinne einer Trauma-Antwort. In der Serie wird es auch um Bedürfnisse gehen und vor allem darum, wie wir uns diese Bedürfnisse selbst erfüllen können. Das ist nämlich insbesondere bei Menschen, die unsicher ambivalent bzw. ängstlich gebunden sind, sehr häufig ein Problem. Sie versuchen, Bedürfnisse überwiegend durch andere erfüllt zu bekommen, was mitunter große Probleme mit sich bringen kann. Es wird also auch darum gehen, wie wir unsere Bedürfnisse am besten artikulieren können. Und natürlich werde ich auch darüber sprechen, wie Menschen, die unsicher ambivalent gebunden sind, mit anderen Bindungsstilen interagieren. Da gibt es nämlich ganz bestimmte Dynamiken, die häufig nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip ablaufen. Heute möchte ich vor allem auf die Frage eingehen, woran man den unsicher ambivalenten Bindungsstil überhaupt erkennt. Ich werde zwei Videos dazu machen, weil das relativ viele Aspekte sind. Hier geht es aber nicht so sehr darum, diesen Bindungsstil bei anderen zu diagnostizieren, weil wir im Allgemeinen nicht gerade versessen darauf sind, von unserem Umfeld eine Diagnose zu erhalten. Es geht vor allem darum, mal eigene Muster abzuklopfen und zu gucken, ob wir möglicherweise selbst ein Problem mit etwas haben. Dieses Video soll also vor allem dazu dienen, uns selbst besser zu verstehen. Ich finde es im Zusammenhang mit Bindungsstilen immer etwas problematisch, sich auf einen bestimmten Bindungsstil festzulegen, denn dann identifizieren wir uns sehr stark damit und bleiben dann auch dabei. Hinzu kommt, dass Bindungsstile ein künstliches Konstrukt sind. Und diese Konstrukte wurden im Rahmen einer bestimmten Kultur und einer bestimmten Zeit entwickelt. Es spielen ganz viele Faktoren rein, zum Beispiel auch das Geschlecht. Gerade beim ängstlichen Bindungsstil, um den es heute geht, spielt das eine große Rolle. Denn in unserer Kultur gelten einige Dynamiken, die für diesen Bindungsstil typisch sind, immer noch als unmännlich. Vor allem Gefühle der Bedürftigkeit oder anhängliches Verhalten. Bei Frauen sind das Dinge, die sehr viel akzeptierter sind. Deshalb kann es auch sein, dass Männer, die eigentlich ängstliche Bindungsmuster haben, nach außen ein anderes Verhalten zeigen als Frauen. Soziale Erwünschtheit, soziale Rollen und ganz viele andere Aspekte spielen da also mit rein. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Mann ängstlich gebunden ist, aber aufgrund bestimmter Erfahrungen ein Verhalten an den Tag legt, das eher dem unsicher vermeidenden oder abweisenden Bindungstyp entspricht. Warum? Weil das schlichtweg als männlicher gilt. Oder er reagiert aggressiv, vielleicht sogar gewalttätig, Stichwort Eifersucht. In manchen Kulturen ist männliche Gewalt durchaus sozial akzeptiert, in anderen, zum Beispiel unserer, nicht. Es muss also einiges berücksichtigt werden, deshalb ist es wichtig, bei den Punkten, die ich gleich nennen werde, am besten bei euch selbst zu bleiben und auch möglichst ehrlich zu euch selbst zu sein. Alles andere bringt ja nichts. Es geht hier vor allem um Bewusstheit, also darum, etwas zu verstehen. Der erste Punkt, dem ich mich widmen möchte, sind Selbstwertprobleme. Es wird ständig versucht zu genügen. Wir wollen beweisen, dass wir gut genug sind, vor allem gut genug, um geliebt zu werden. Das Problem daran ist, dass das Ziel gut genug nie erreicht wird. Wir messen uns dauernd an einem angeblich objektiven Standard, der vorgibt, wie eine Person, die wertvoll und liebenswert ist, sein sollte. Wir haben also eine bestimmte Vorstellung von einem Ideal im Kopf. Und diesem Ideal genügen wir nie. Klar, ist ja auch ein Ideal. Das Ding ist, niemand genügt einem Ideal. Das ist einfach nur eine Vorstellung, in die wir alles hineinprojizieren, das wir wichtig finden, beziehungsweise das wir gelernt haben, wichtig zu finden. Solche Idealvorstellungen zu haben, ist eigentlich auch menschlich. Das haben wir ein Stück weit alle. Aber Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil achten sehr genau auf solche Standards. Sie haben ständig im Kopf, was einen Menschen angeblich zu einem wertvolleren Menschen macht und wie ein liebenswerter Mensch zu sein hat. Und sie hecheln diesem Ideal ständig hinterher. Das heißt, dass sie sich quasi ständig in einem Kampf um den eigenen Selbstwert und um die eigene Liebenswürdigkeit befinden. Sicher gebundene Menschen haben die Überzeugung, dass die eigene Existenz bedeutet, dass wir wertvoll sind. Das heißt, dass wir einen angeborenen Selbstwert haben und ihn uns nicht verdienen müssen, nicht darum kämpfen müssen.
Es ist einfach so, er ist einfach da. Unsicher gebundene Menschen, und das trifft auf alle dysfunktionalen Bindungsstile zu, haben aber gelernt, dass wir keinen angeborenen Selbstwert haben. Stattdessen ist unser Wert an Bedingungen geknüpft. Das können Sachen wie Leistung oder Aussehen, Fleiß oder auch unsere Fähigkeit, uns zu präsentieren sein. Oder ganz oft haben wir gelernt, dass wir ein wertvoller Mensch sind, wenn wir uns nützlich machen, wenn wir immer für andere da sind und uns aufopfern. Und alles das für das Gefühl, ein wertvoller Mensch und gut genug zu sein. Das ist ein ganz schön hoher Preis. Dass wir uns unseren Wert verdienen müssen, ist natürlich Quatsch. Der Mensch hat immer einen Wert, und wenn etwas immer einen Wert hat, dann sprechen wir von der Würde. Und diese Würde ist sogar gesetzlich festgeschrieben. In Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber ängstlich Gebundene haben in ihrer Kindheit gelernt, dass ihnen Zuwendung und Aufmerksamkeit nur dann zuteil wird, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Wenn sie zum Beispiel gehorsam sind, brav, fleißig, leistungsbereit und aufopferungsvoll. Und dieser ständige Kampf um den Selbstwert, dieses sich ständig verbiegen, um geliebt zu werden, das ist etwas, was bei ängstlich Gebundenen eine sehr große Rolle spielt. Ein weiterer Hinweis auf einen ängstlichen Bindungsstil ist, wenn ihr total versessen auf Nähe seid, und zwar sofort. Ängstlich Gebundene finden Smalltalk oft sehr anstrengend und wollen gleich in die Tiefe gehen, gleich zu verstehen, wie jemand tickt, warum jemand sich verhält, wie er sich verhält, etc. Das gibt ängstlich Gebundenen ein Gefühl von Sicherheit. Das liegt daran, dass sie in der Kindheit viele widersprüchliche Signale, also inkonsistentes Verhalten auf Seiten der Bindungsperson, also meistens der Eltern, erlebt haben. Menschen im Umfeld des Kindes sind dann nur manchmal auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen und oft eben nicht. Und das Kind hat dann in der Folge versucht, ein Muster zu erkennen. Es hat sich gefragt, unter welchen Bedingungen, also wann, wo und warum, die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden konnten. Es ging also quasi immer darum, herauszufinden, was man machen muss, damit man wahrgenommen wird. Deshalb möchten ängstlich gebundene Menschen ganz schnell jeden sehr gut kennenlernen, um einschätzen zu können, was vom Gegenüber zu erwarten ist. Das ist aber etwas, dessen man sich gar nicht bewusst ist. Wir haben dann eher das Gefühl, dass wir die Menschen, die uns umgeben, richtig gut kennenlernen wollen. Und wenn jemand nicht gleich in die Tiefe gehen will oder gar nicht, dann kann das als sehr stressig empfunden werden. Wenn jemand lieber auf Distanz bleiben möchte, ist das für ängstlich Gebundene sehr unangenehm. Natürlich vor allem dann, wenn es um den eigenen Partner oder die Partnerin geht. Deshalb sind ängstlich Gebundene in der Regel darauf bedacht, sehr schnell in die Tiefe zu gehen, ganz viel Nähe zu entwickeln, und falls sich das Gegenüber zurückzieht, weil ihm das schlichtweg zu viel ist, dann aktiviert das die ängstlich gebundene Person noch stärker, weil sie das sehr beunruhigend findet und sich zum Beispiel fragt, versucht diese Person etwas von mir zu verbergen? Der ängstlich Gebundene ist also in der Regel die Person in einer Partnerschaft, die sehr viel schneller sehr große Nähe sucht. Und natürlich sind vermeidend Gebundene, die ja sehr stark auf Distanz gehen, weil sie zu viel Nähe stresst, deshalb besonders interessant. Dadurch kommt es häufig zu dieser Dynamik zwischen ängstlich und unsicher vermeidend Gebundenen. Das war also ein weiterer potenzieller Indikator für einen ängstlichen Bindungsstil. Diese förmliche Sucht nach Nähe bis hin zum Selbstverlust. Also man möchte quasi im anderen aufgehen. Ebenfalls häufig ist das Gefühl, mehr Verbindlichkeit in einer Beziehung zu sehen als die Partnerin oder der Partner. Das ist so das Gefühl, die Person zu sein, die mehr liebt als das Gegenüber. Wenn ihr das Gefühl habt, ständig mehr in eine Beziehung zu investieren, mehr zu, in Anführungszeichen, lieben, kann das eben auch ein Anzeichen dafür sein, dass ihr ängstlich gebunden seid. Das kann unter anderem daher kommen, dass man mit einem ängstlichen Bindungsstil Personen, die nur wenig Emotionen zeigen, für besonders reif hält. Deshalb finden ängstlich Gebundene eben auch häufig vermeidend Gebundene besonders attraktiv, was ich bereits erwähnt habe gerade. Und zwar, obwohl vermeidend Gebundene eigentlich ein Problem damit haben, sich emotional zu öffnen und eine verbindliche Beziehung einzugehen. Als ängstlich Gebundener fokussiert man sich in Beziehungen also sehr stark auf die eigene Gefühlswelt. Und weil wir uns deshalb ständig Fragen dazu stellen, zum Beispiel, wie fühlt sich unsere Beziehung an, wie gehen wir aufeinander ein, wie ist es um die Zukunft unserer Beziehung bestellt und so weiter, können wir uns in Beziehungen gar nicht richtig entspannen. Wir können gar nicht zulassen, dass sich die Beziehung ganz natürlich entwickelt, weil da ständig dieser Druck ist, alles im Griff zu haben und die Beziehung optimal am Laufen zu halten und zu gestalten. Da kehrt quasi nie Ruhe ein.
Wenn ihr ängstlich gebunden seid und Probleme mit dem eigenen Selbstwert habt, braucht ihr ja ständig jemanden, der euch euren Wert bestätigt. Und wenn ihr dann endlich in einer Partnerschaft lebt, möchtet ihr da auch die ganze Zeit dran arbeiten. So wie jemand, der ganz ausgehungert war und jetzt unbedingt dafür sorgen will, dass nie wieder nichts zu essen da ist. Oder stellt euch vor, ihr habt gerade keine Wohnung und seid total versessen darauf, ein Haus zu bauen, möglichst schnell. Dann seid ihr auch komplett darauf fixiert, dieses Haus sofort fertig zu bekommen. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Ort habt, an dem ihr zwischenzeitlich unterkommen könnt, wärt ihr dazu in der Lage, den Hausbau gelassener anzugehen und ein stabileres Haus zu bauen. Und in einer Partnerschaft sind ängstlich Gebundene eben sehr stark auf die Beziehung fixiert, weil sie eben so viele Bedürfnisse zu erfüllen scheint. Und das fühlt sich so an, als ob man mehr lieben würde als die andere Person. Aber eigentlich liebt man nicht mehr, sondern man liebt anders. Man liebt obsessiver, also zwanghafter, weil man quasi süchtig nach der Beziehungserfahrung ist. Jemand, der sicher gebunden ist, ist dazu in der Lage, sich viele Bedürfnisse auch zu einem beträchtlichen Teil selbst zu erfüllen. Salopp gesagt, wenn ich selbst nett zu mir bin und mich nicht ständig fertig mache, bin ich weniger auf andere Leute angewiesen, die nett zu mir sind, damit überhaupt irgendjemand nett zu mir ist. Jemand, der also nicht so sehr darauf angewiesen ist, dass jemand anders die eigenen Bedürfnisse befriedigt, kann eine Beziehung sehr viel gelassener angehen. Punkt 3 war also, ängstlich Gebundene haben oft das Gefühl, mehr zu lieben und mehr zu geben als die andere Person. Und auch mehr als andere Leute in anderen Beziehungen. Aber der wahre Grund für dieses Gefühl ist eben, dass ihr in eine Beziehung kommt und unterschiedliche Bedürfnisse habt. Ängstlich Gebundene haben eher das Bedürfnis, den Partner oder die Partnerin an sich zu binden, damit die eigenen Bedürfnisse zuverlässig erfüllt werden. Und sicher Gebundene erfüllen sich viele dieser Bedürfnisse zu einem beträchtlichen Teil selbst. Und ich persönlich bin der Auffassung, dass das Ganze nicht nur in Beziehungen mit Menschen der Fall ist, sondern auch zum Beispiel in der Beziehung zum eigenen Beruf, im Prinzip zu allem, was wir als Quelle unseres Selbstwertes nutzen. Wenn eine irgendwie geartete Karriere wichtig für unseren Selbstwert ist, dann werden wir unseren Fokus sehr stark darauf legen, weil wir uns abhängig davon fühlen. De facto sind wir ja auch abhängig, wenn wir einer Sache so große Bedeutung einräumen und etwas von einer Sache erwarten. Aber auch die großartigste Karriere und der tollste Partner können die Leere nicht zuverlässig füllen, wenn wir Selbstwertgefühle haben. Und vor allem ist der Preis viel zu hoch. Was die Beziehung zum Beruf angeht, nenne ich nur mal das Stichwort Burnout. Wenn wir unserem Beruf eine so große Bedeutung einräumen und unseren Wert an die Ausübung des Berufes knüpfen, ist unsere Arbeit quasi größer als wir. Das kann uns natürlich auch überwältigen. Und das führt uns gleich zum vierten potenziellen Hinweis auf einen ängstlichen Bindungsstil. Wir unterdrücken unsere eigenen Bedürfnisse, um denen anderer gerecht zu werden. Um auf diese Weise zu verhindern, dass wir jemanden oder etwas, zum Beispiel einen Job, verlieren. In Partnerschaften ist dieses Muster vor allem in der Frühphase häufig. Da versucht der ängstlich Gebundene genau herauszufinden, was das Gegenüber will und braucht und versucht dann, genau diese Person zu sein. Dazu muss man sich natürlich verbiegen und eigene Bedürfnisse unterdrücken. Dahinter steckt eben der Gedanke, dass man verlassen wird, wenn man so ist, wie man wirklich ist, weil man ja in den seltensten Fällen genau so ist, wie ein Partner oder eine Partnerin sich das wünscht. Die unbewusste oder in manchen Fällen auch bewusste Strategie ist also: Ich bin die Person, die mein Gegenüber sich wünscht, bis sie fest genug an mich gebunden ist, bis ich sie quasi im Sack habe, und dann rücke ich mit meinen eigenen Bedürfnissen heraus. Und da sind Konflikte natürlich vorprogrammiert. Denn wenn ihr am Anfang eure eigenen Bedürfnisse unterdrückt, weil ihr ja darum kämpft, geliebt zu werden und als wertvoll betrachtet zu werden, kann euer Partner oder eure Partnerin ja gar nicht wissen, welche Bedürfnisse ihr habt. Vielleicht habt ihr eure Bedürfnisse sogar offen verleugnet und zum Partner oder der Partnerin gesagt: Nein, das brauche ich nicht, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Weil ihr eben so versessen darauf wart, von eurem Partner geliebt zu werden. Vielleicht habt ihr euch sogar selbst mehr oder weniger erfolgreich etwas vormachen können. Also so tun können, als ob euch diese Dinge wirklich nicht so wichtig wären. Aber dann merkt ihr irgendwann, dass ihr das langfristig einfach nicht hinkriegt, weil das Bedürfnis eben doch da ist. Da geht es zum Beispiel ganz oft auch um Grenzen. Vielleicht habt ihr eurem Partner zum Beispiel glaubhaft versichert, dass etwas für euch total okay ist, obwohl es es eigentlich nicht ist, und damit macht ihr es vielleicht eurem Partner recht, aber euch selbst eben gar nicht. Ihr kümmert euch dann mehr um die Bedürfnisse eures Partners oder eurer Partnerin als um eure eigenen. Das wiederum führt dann zu Groll. Ihr seid dann manchmal richtig sauer auf euer Gegenüber, weil ihr denkt: Mensch, der müsste das doch merken.
Aber wie soll er das, wenn ihr zum Beispiel gesagt habt, dass es voll okay ist, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten? Dieses Muster ist also in mehrfacher Hinsicht problematisch und deshalb solltet ihr es euch unbedingt bewusst machen und daran arbeiten. Ein weiterer Hinweis darauf, dass man einen ängstlichen Bindungsstil haben könnte, ist, dass Gespräche mit anderen Menschen ständig um das Thema Beziehung kreisen oder um ein bestimmtes Thema. Aber ich nehme mal Beziehung. Man denkt auch selbst darüber nach. Man kreist also sehr viel um Emotionen und Beziehungen und damit ist etwas anderes gemeint, als dass Emotionen und Beziehungen ein Teil unseres täglichen Lebens sind. Das sind sie ja. Auch Sichergebundene befassen sich mit ihren Emotionen und Beziehungen, aber sie denken auch an andere Dinge. An ihre Arbeit, an alle möglichen Aktivitäten, zum Beispiel Freizeitaktivitäten und so weiter. Emotionen und Beziehungen sind ein Teil ihres Lebens, aber nicht das Hauptthema. Wenn jemand immer nur um eine Sache kreist, dann räumt er dieser Sache sehr viel Macht ein. Dann ist das mit sehr viel Bedeutung aufgeladen. Da hängt ja der Selbstwert dran. Und das kann sich im Prinzip auch in Bezug auf Arbeit oder auch das Körperbild zeigen. Wenn man gefühlt nur ein einziges Thema kennt, dann muss man sich bewusst machen, dass das sehr wahrscheinlich etwas ist, woran wir unseren Selbstwert hängen und wo wir uns abhängig machen. Und was Beziehungen angeht, ist es so, dass die Beziehung sich wie eine große Überforderung anfühlen kann, weil man eben so viel daran hängt. Aber es ist gleichzeitig schwierig, sich von dem Thema zu lösen, weil eben so viel daran hängt. Und als besonders stressreich wird natürlich ein Konflikt mit dem Partner oder der Partnerin empfunden. Das ist dann eine große Bedrohung. Wenn man zum Beispiel einen Streit hatte, fällt es schwer, sich zu regulieren und zum Beispiel zur Arbeit zu gehen oder sich auf eine andere Sache zu konzentrieren und sich den Konflikt später nochmal anzuschauen und sich darum zu kümmern. Man kreist dann einfach ständig darum und kommt gar nicht runter. Es fällt also ganz schwer, diese starken Emotionen zu regulieren und sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Das war also Aspekt 5, dieses ständige Kreisen um das Thema Beziehung oder was auch immer, weil man eben alles unter Kontrolle haben möchte, um nicht Gefahr zu laufen, weiterhin verschiedene Bedürfnisse durch den Partner oder die Partnerin erfüllt zu bekommen oder nicht mehr erfüllt zu bekommen. Denn das ist ja dann die Quelle des eigenen Werts und diese Quelle sollte nach Möglichkeit immer fließen. Aber das ist gar nicht möglich und es ist auch gar nicht zwingend erforderlich, aber das wird eben ausgeblendet. So, das war der erste Teil zum Thema, woran erkenne ich den unsicher, ambivalenten oder ängstlichen Bindungsstil? Es wird noch ein weiteres Video zu diesem Thema geben und natürlich auch noch Videos, in denen ich dann noch viele andere Dinge erklären werde, auch wie man umlernen kann. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da oder schreibt mir etwas in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr über persönliche Entwicklung lernen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.